Schwere PAVK. Lässt sich die Amputation vermeiden? Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um die periphere arterielle Verschlusskrankheit, abgekürzt PAVK, und zwar in ihrer fortgeschrittenen Form. Nehmen wir mal an, Ihr Arzt hat sogar schon von Amputationen gesprochen und Sie fragen sich nun, ob Sie das nicht doch noch verhindern können. Bei mir ist Dr. Mario Kunert, er ist Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie an der Asklepios Klinik Birkenwerder. Schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank, Frau Kahler, für die Einladung. In welcher Situation sind die Patienten, die zu Ihnen kommen? Also wenn die von einer Amputation gehört haben, egal ob das nun der Hausarzt ist oder der behandelnde Arzt in der Klinik, die sind verzweifelt. Das möchte niemand. Das möchte niemand ein Bein verlieren, egal ob am Ober- oder Unterschenkel. Das ist ein Einschnitt ins Leben, den man nicht gebrauchen kann. Die haben Schmerzen in der Regel, sonst würde man nicht davon reden. Die haben Veränderungen in der Haut in Form von Nekrosen. Und Infektionen. Also Absterben im Gewebe. Absterben im Gewebe. Ja. Und dort muss man handeln. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, das mit einem Katheter zu machen oder einer Operation. Und dann gibt es aber auch die Patienten, die schon ausbehandelt kommen, die schon so viele Operationen oder PAV, also PTAs mit Ballon oder Katheter hinter sich gebracht haben, dass sie nicht mehr weiter behandelt werden können. Und dort muss man sehen, was man machen kann. Und das ist ein recht sensibles Thema, gerade wenn man an die Zweitmeinung bei Amputationsandrohungen denkt. Und da muss man sich sehr wohl überlegen, was man mit dem Patienten bespricht, welche Möglichkeiten es gibt. Und diese Gespräche finden in aller Regel auch immer im Beisein von Angehörigen statt. Und da ist es auch recht, wenn 1, 2, 3 mit dazukommen. Ja, schön zu hören. Das heißt also, man versucht ja im Grunde genommen bei dieser Durchblutungsstörung der Gefäße, die weit weg sind vom Herzen, also peripher, versucht man ja erstmal die Gefäße zu weiten. Das ist das, was Sie ansprachen mit PTA, also Ballon mit Dehnung, oder mit einem Stent vielleicht. Und jetzt aber Ihre Patienten haben das schon, es hat nicht funktioniert vielleicht oder hat zwischendurch funktioniert, aber jetzt sind die Gefäße wieder zu. So muss man das wahrscheinlich sehen. Die PTA ist ja letztendlich ein Verfahren, was in den letzten Jahren so fantastisch weiterentwickelt worden ist, dass man eigentlich jeden Verschluss eröffnen kann. Mhm. Die Erfolge sind im Bereich des Beckens, des Oberschenkels so, dass da kaum noch Operationen notwendig sind. Im Bereich des Unterschenkels dagegen ist es doch so, dass die eröffneten Gefäße relativ schnell wieder zugehen. Mhm. Manchmal reicht es, dass die Nekrosen abheilen. Mhm. Wenn man das aber immer wieder machen muss und das in kurzen Abständen, ist es auch eine Gefahr fürs Bein. Und andererseits, Bypässe können natürlich auch zugehen. Da muss man sich schon die guten Gefäße raussuchen. Wir machen das immer mit Best-Inflow, Best-Outflow, also das beste Gefäß oben, das beste Gefäß unten und scheuen uns nicht davor, auch lange Bypässe zu machen, weil es ist immer noch so in den Köpfen drin, dass kurze Bypässe besser sind. Wir sind jetzt schon in der Therapie, Ihrer Spezialität sozusagen, den Venenbypässen. Sie gucken aber doch vorher noch mal den Patienten an, oder? Also wie ist jetzt, oder kommt der mit seinem Bericht von dem Arzt davor und Sie sagen, so ist es dann? Also der Patient kommt in die Sprechstunde genau mit dieser Meinung, er hat die Amputationsempfehlung und dort gehe ich eigentlich immer ganz strikt vor. Zum einen muss geschaut werden, wie groß ist der Gewebsdefekt am Fuß? Kann man das Bein tatsächlich retten, indem man es revaskularisiert? Da geht meistens mehr, als man üblicherweise denkt. Und wenn der Fuß nicht komplett nekrotisch ist, kann man das durchaus empfehlen. Kommt ein Haken ran. Das wäre der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, bei diesen eigentlich ausoperierten Patienten oder austherapierten Patienten, auch mit Katheter, muss man schauen, ob noch genügend Venen vorhanden sind. Die hatten ja in der Regel schon einen Bypass. Mhm. Und wir schauen nach Armvenen, wir schauen nach Seitenastvenen am Oberschenkel. Also man kann wesentlich mehr Venen nehmen als auch üblich sonst. Mhm. Und mit diesen Venen am besten nicht mehr als 3 Teilstücke, die kann man zusammennähen, indem man End-zu-End-Anastomosen mit feinen Nahtmesser, mit Lupenbrille macht. Kann man sehr schöne lange Bypässe machen, die auch sehr gut offen bleiben. Ja, womit stellen Sie fest, welche Venen überhaupt zu nehmen sind? Macht man das mit Röntgen oder?
Mit Ultraschall. Das ist auch während der Vorstellung, das Ultraschallgerät ist immer mit in der Sprechstunde. Ja. Und die Zeit nehme ich mir, dass ich dann an gestauten Armen, am gestauten Bein auch gucke, ob genug Venen vorhanden sind. Wenn ich da keinen Haken ran machen kann, macht es auch keinen Sinn. Dann würde ich dem Patienten nicht raten, irgendwas noch zu versuchen. Und wenn diese beiden Haken gesetzt sind, also beide Bedingungen erfüllt sind, kann man ihm empfehlen, okay, wir nehmen Sie auf, wir machen Ihnen eine Gefäßdarstellung und dann kommt das zweite Gespräch. Wenn ich die Landungszone gesehen habe, wenn noch ein Gefäß am Fuß vorhanden ist, was man anschließen kann, dann ist das Endgespräch und dann entscheidet sich der Patient entweder für diese Therapie oder nicht. Vielleicht sollten wir noch mal über den Bypass als solchen sprechen. Bypass heißt für mich, ich nähe ein Gefäß auf ein anderes, also auf das Gefäß, das nicht mehr gut geht, da nähe ich eins drauf. Und es gibt einen Startpunkt wie so eine Brücke und einen Endpunkt. Genau. Sie sagen, die Landungszone ist jetzt was? Die Landungszone ist das Gefäß, was am Fuß oder am unteren oder im Bereich des Unterschenkels ist. Und dieses muss nähbar sein, es muss anschlussfähig sein, es muss offen sein, es muss einen Ausstrom haben. Also es müssen Bedingungen erfüllt sein, damit so ein Bypass auch laufen kann. Ist das häufiger oder eher seltener der Fall, dass es eine gute Landungszone gibt? Also nach unseren Erfahrungen ist es so, auch wenn es eine Fußrückenarterie ist, die nur einen kleinen Seitenast noch hat, lohnt es sich dort einen Bypass drauf zu machen. Bedingung ist aber, es muss ein Venenbypass sein. Das geht mit einer Kunststoffprothese nicht. Also es geht nur mit einer körpereigenen Vene. Genau, dazu habe ich gleich auch noch eine Frage. Aber woher wissen Sie denn am Ende, ob es auch wirklich hält? Kann man das vorher ausprobieren? Nee, das kann man nicht ausprobieren. Versuchsweise? Nee, versuchsweise geht es nicht. Es ist eigentlich die Erfahrung über die vielen Jahre. Und wir sind, ich will es nicht verrückt nennen, aber wir sind sogar so sicher in dem, was wir tun, dass wir noch nicht mal postoperativ Heparin, also keine Blutverdünnung geben. Wir legen diese Bypässe an und sie laufen. Das hängt damit zusammen, dass wir sie immer klappenlos machen. Das hängt damit zusammen, dass wir nur mit Vene arbeiten und auch sicherlich damit, dass wir immer das beste Einstromgefäß und das beste Ausstromgefäß aussuchen. Ja, und keine Kompromisse eingehen. Was heißt nur mit Vene? Nur mit Vene heißt, dass kein Kunststoffstück dazwischen gesteckt ist. Aha, also, ja, also keine, man kann keine auch Kunststoff mit Vene zusammennähen, aber das ist letztendlich kein guter Bypass. Warum nicht? Weil sich das Ganze dann wieder Kunststoff verhält. Das heißt, also eine Prothese geht immer dann zu, wenn Blut langsam fließt. Und wenn es noch langsamer fließt, also ist thrombosiert in diesem Bypass. In der Vene kann das Blut schön pendeln. Da ist ein einschichtiges Endothel, was antithrombogen wirkt. Das heißt, diese Vene hat Vorteile gegenüber der Prothese. Aha. Und diese Prothese mit 6 mm Durchmesser, Sie können sich vorstellen, wenn Sie da unten am Fuß so einen kleinen Streichholz haben, wenn Sie den aufschneiden, wie wenig Blut da reinfließt. Ja, ja. Das ist kein Fluss, der diese Prothese offen hält. Es gibt Möglichkeiten, das zu verbessern. Aber gemeinhin wird es eher nicht gemacht. Es muss dort eine Vene angeschlossen werden. Also ich würde nie persönlich eine Prothese auf eine Fußrückenarterie anschließen. Und jetzt haben Sie schon gesagt, Sie nehmen die Venen, also Sie gucken sich eigentlich den ganzen Körper fast an, um zu sehen, ob eine Vene zu gebrauchen ist. Die Gliedmaßen bitte. Den ganzen Körper nicht. Also wir werden nichts am Bauch rausnehmen. Okay. Nein, die Gliedmaßen schon. Und Armvenen haben ja dann auch das Problem, dass diese Patienten, wenn sie längere Zeit stationär waren, im Prinzip mit Flexhülen bespickt waren. Ja, ja. Und immer da, wo die Flexhülen drin waren, dort gibt es Thrombosen an der Eintrittsstelle, dann ist diese Vene auch wieder nicht zu gebrauchen. Man kann durch die Medikamente, die gegeben worden sind, wenn die hochkonzentriert sind, auch eine Venenentzündung auslösen. Also man muss wirklich sehr genau schauen. Es gibt Gott sei Dank am Arm auch tiefere Venen. Die Basilika, die sich hier am Innenarm befindet, die kann man auch am Unterarm entnehmen. Das ist immer ein größerer Aufwand, aber auch die sind geeignet. Man kann auch stückeln. Stückeln, genau, sagte ich auch anfangs. Ja, genau. Also bis zu 3 Teilstücke verhält sich das sehr gut. Man muss immer sehen, diese End-zu-End-Anastomosen bei kleinen Venen, wir nehmen die Venen bis 2,2, 2,5 mm Durchmesser. Das ist schon sehr, sehr klein. Da sind diese End-zu-End-Anastomosen immer letztendlich der Schwachpunkt. Ne? Für mich hört sich das so an, als würden Sie durchaus Venen verwenden, die für viele andere nicht in Frage kommen? So ist es, genau. Also wir haben, warum machen Sie das? Wir haben die Grenzen nach unten verschoben. Also seit 30 Jahren mache ich das jetzt. Und wir suchen immer noch die Grenze der peripheren Bypasschirurgie. Und gerade die Größe der Venen, wenn man sie entsprechend behandelt, das Entscheidende ist,
wenn man das mit Ultraschall untersucht und wenn ein Unerfahrener untersucht und zwei, dreimal auf den Arm oder auf das Bein gedrückt hat, die Vene verhält sich auf diesen Druck mit Spasmus, also die zieht sich zusammen. Mhm. Wenn man das mit Stauung macht, wenn man das in entspannter Atmosphäre macht, der Patient nicht friert, ist die sowieso schon größer. Das heißt, es werden viele Venen ausgemustert, die es nicht verdienen, ausgemustert zu werden. Mhm. Und unsere Regel ist, dass eine kleine Vene mit 2,2 mm am Bein beispielsweise freigelegt wird und mit einer definierten Drucklösung dilatiert wird. Und dann wird sie eingeschätzt, ob sie geeignet ist. Und merkwürdigerweise sind sie immer geeignet. Insofern ist es ein etwas anderes Herangehen. Gehen Sie auch anders ran an diese Frage, was man ja immer mal wieder so liest, man dreht die Gefäße um und dann müssen da die Klappen raus und was ich immer so, das machen Sie dann wahrscheinlich beim auch nicht. Beim Umdrehen müssen Sie nicht raus, das ist das, warum die Venen umgedreht werden. Die Kollegen, die das machen, bevorzugen diese Methode, weil keine Seitenäste danach Probleme machen können. Wir machen eigentlich, wenn möglich, eine In-Situ-Bypass-Technik. Das heißt, die Vene bleibt in ihrem Bett und dann müssen Sie die Klappen zerschneiden. Mhm. Und die Seitenäste, die dran sind, Sie müssen sich vorstellen, die Vene hat wie so ein Baum Äste. Und in diesen Seitenästen sind auch Klappen drin. Und wenn diese Klappen sich nach der OP entschließen, doch noch kaputt zu gehen, dann haben Sie plötzlich einen Seitenast, einen Hotspot in der Haut, der den Patienten Beschwerden macht. Mhm. Aber das ist eigentlich kein großes Problem, weil man das in Lokalanästhesie sehr schnell danach auch lösen kann mit einem kleinen Schnitt, kommt ein Clip drauf, ist auch erledigt. Wir haben mit den klappenlosen Bypässen bessere Erfahrung als mit den Reverse-Bypässen, weil wir bis auf den Fußrücken, also wir machen 60 pedale Bypässe im Jahr. Mhm. Und da haben die Reverse-Bypässe in unseren Händen zumindest nicht so gute Ergebnisse wie die klappenlosen Bypässe. Mhm. Ja, weil Sie wissen, Sie machen es sehr häufig. Das ist ja eben. Genau. Wir haben ja eingangs gesagt, der Patient hat unter Umständen eine Amputationsempfehlung. Und haben Sie ungefähr eine Übersicht, wie oft Sie ihm nachher Entwarnung geben können? Also von den Patienten, die tatsächlich operiert, aus anderen Kliniken entweder geschickt oder der Patient sich selbst vorgestellt hat, schätzen wir, dass wir ca. 80% dieser Patienten noch mit einem Bypass versehen und das auch nicht nur kurzfristig. Also manche sind, ja, wenn die Venen sehr schlecht waren, auch nach einem Vierteljahr zu. Wenn er Glück hat, ist die Nekrose abgeheilt und er hat sein Bein trotzdem. Aber wir haben sehr viele Patienten, die auch nach 5-6 Jahren noch zu den Kontrollen kommen. Also je nach verwendeter Vene werden diese Bypässe sehr streng kontrolliert. Die Armvenen und die zusammengesetzten Bypässe alle 3 Monate. Das für mindestens 2 Jahre. Mhm. Und wenn sie dann unauffällig gelaufen sind, wird das Kontrollintervall wie bei den anderen Standardvenen auf 6 Monate verlängert. Und auch nach 5 Jahren wird alle sechs Monate kontrolliert. Das ist ganz entscheidend. Das ist die Qualität, die man hat, und man verbessert die Langzeitergebnisse um 20%, wenn man das ganz konsequent macht. Und kurzfristig, also direkt, also wenn die Operation gut geht und man hat die OP überstanden, merkt man den Effekt sofort? Man merkt es, dass die Ruheschmerzen... Man sieht es auch, glaube ich, oder? Ja, man sieht es. Der Fuß wird warm, der wird heiß. Manche empfinden das sogar als unangenehm. Und das Problem ist eigentlich, wenn zu lange schon eine Ischämie, also eine Durchblutungsstörung höheren Grades bestanden hat, leiden auch Nerven. Also es kann durchaus sein, dass beispielsweise eine Fußheberschwäche verbleibt. Man trotzdem das Bein retten kann, aber mit einer Schiene, mit einer Fibularis-Schiene, kann man trotzdem laufen am Ende. Man darf nur nicht ohne diese Schiene laufen. Das, was auch in diesen Gesprächen mit den Patienten an dieser Stelle immer stattfindet, das ist ein weiter Weg. Es muss ein Patient sein, der kooperativ ist, der sich auch daran hält, wenn er den ganzen Tag zum Rauchen draußen sitzt und das Bein dann dick wird nach einer aufwendigen Operation und die Wunden nicht heilen, bringt das auch nichts. Ja? Das ist ein weiter Weg. Also das ist ein weiter Weg für uns, weil es ist wesentlich aufwendiger, diese Art Bypässe zu machen. Der primär angelegte Bypass, der geht in 60 Minuten, das ist kein Problem. Aber diese Operationen sind tatsächlich schon im Narbengewebe, mit vielen, also wir müssen manchmal alle Extremitäten abdecken, beide Beine und die Arme und die ganzen Venen entnehmen, das ist viel Aufwand, ja, auch für den Patienten am Ende von der Belastung her. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!